Hallo, grüße euch. Thomas Kleiner, Name von Mission Millionär. Und ich muss einfach, auch wenn ich es gar nicht geplant hatte, ein Update machen zur Wirecard. Dieser Trade, den ich jetzt schon beim letzten Video eigentlich ausführlich besprochen hatte, der läuft wirklich wie im Schnürchen. Also man sieht hier, wir sind jetzt gerade auf 137. Ich hatte den Stopp schon einmal nachgezogen von 99 Euro auf 119. Und ich hatte ja das auch so vorhergesagt, dass wenn der dann sich über 1,30 etabliert der Kurs, dass ich dann auf 1, ja, auf 1,29 oder sowas dann den Stopp wiederum nachziehe. Also da kann gar nichts mehr passieren. Ich habe jetzt mittlerweile, also mein Ziel ist es ja aus 9.000 Euro ungefähr 4 netto zu machen, Gewinn, Nettogewinn. Und ich bin jetzt ungefähr bei so 1,7, also netto wahrscheinlich dann so 1.500 Euro. Schau mal, ob das Ding wirklich bis rauf geht, bis 150 Euro. Es sieht momentan alles danach aus. Wir können natürlich auch davon ausgehen, dass es weiterhin stark schwanken wird. Das heißt, mit Stopp nachziehen immer sehr vorsichtig sein. Ne? Nicht, dass man aus Versehen ausgestoppt wird und man wollte eigentlich noch weiter drinnen bleiben. Von daher, ja, 1,19 ist mein jetziges Ding und ich nehme auch nur die Hälfte der Position und werde sie dann nur die Hälfte, wie gesagt, bei 1,29 sowas absichern. Das heißt, wenn aus irgendeinem Grund der Kurs dann irgendwie runterfällt und danach dann doch wieder hochzieht, dann habe ich eben immer, bin ich immer noch mit der Hälfte dabei, die ich dann bei 1,19 abgesichert habe. Und so oder so bin ich auf jeden Fall fett im Gewinn. Also ich meine, man stellt sich nur mal vor, innerhalb von ein paar Wochen 20, 30, 40% zu machen. Das sind einfach auch Trades, die wirklich nicht jeden Tag stattfinden. Und von daher einfach immer sehr ausgewogen bleiben, auch emotional, also weder zu viel Gier, ja, dass ich jetzt anfange, hier fett reinzugehen und einfach hier 50.000, 100.000 Euro zu investieren, sondern einfach bei meiner Strategie zu bleiben, als auch zu viel Angst, ja, einfach den Stopp zu sehr nachzuziehen und hier auf jeden Euro jetzt zu schauen und abzusichern und so weiter. Beides ist verkehrt, einfach emotionslos, so weit es geht, ja, in der Strategieumsetzung einfach dabei bleiben und dann wird das Ganze auch wahrscheinlich um die 4.000 Nettogewinn dann sein, was ja bei 9.000 Euro Einsatz oder 9.500, was weiß ich, um die 40% dann sind. Okay, das soll es gewesen sein für dieses kurze Update zum Thema Wirecard, mein Trade hier. Dann ja, wünsche ich euch wieder ein schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal, ciao.